Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ja bei den Filmen immer so, da der sonst keine Handlung hat, müssen zumindest die Verletzung und Tötungsszenen breit ausgewalzt werden. Horrorfilme führen Brutalität vor, die menschlicher Würde zuwiderläuft. Mitleid und Erbarmen, Hilfsbereitschaft und Zuneigung, alles wichtige Faktoren im menschlichen Zusammenleben, kommen in diesen Filmen überhaupt nicht vor. Gewalt wird als Lustprinzip verherrlicht, Gewaltlosigkeit als Feigheit denunziert. Wer von Ihnen hat den oder so einen Film schon mal gesehen? Das Angebot ist unübersichtlich. Verfilmte Literatur und Monumentalfilme, Western-Klassiker und anerkannte Kultfilme. Daneben aber auch schon die Hits der Saison. Das alles gibt es auf Video. Erhältlich sind fast 6000 Titel. Nicht einmal jeder zehnte davon indiziert. Doch diese Zahlen können täuschen. Stammen nicht unverhältnismäßig viele der entliehenen Kassetten aus der verbotenen Ecke mit zumeist ausländischen Billigproduktionen? Porno, Krieg, Karate, brutale Action, Kannibalismus und Horror? Wir reden doch über Filmtitel, die alle bereits im Kino gelaufen sind, vor längerer Zeit oder aktuell, und das ohne Beanstandung. Nun auf Video herausgebracht, ist plötzlich das Geschrei groß und sie sind alle verdammt hier. Jeder Politiker, der noch ein paar Wählerstimmen braucht, schwingt sich plötzlich zum Beschützer der Jugendlichen auf, und das mit nachweislich falschen Daten und Fakten. Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass dahinter ganz handfeste wirtschaftliche Interessen stehen. Nämlich die Verdammung eines neuen Mediums, nämlich Video, zur Förderung der Kabelprojekte, das so geliebte Kind. Natürlich ist Jugendschutz absolut ernst zu nehmen. Das ist keine Frage. Jedoch nicht unter Inkaufnahme von Zensur. Die Forderung nach mehr Jugendschutz ist populär, aber dahinter lässt sich bequem manch anderes Motiv, manch andere Absicht verstecken. Sind denn alle, die sich heute stark machen für verschärfte Gesetze, wirklich nur am Wohl von Kindern und Jugendlichen interessiert? Dessen bin ich sicher. Welche anderen Interessen sollten da sein? Ich glaube nicht, dass da andere Interessen eine Rolle spielen. Sowas Sinnloses, ein reines Verbrechen, sowas auszuhacken, ohne Geist, ohne Verstand, nur Zerstörung, nur Schlimmes, Grauenvolles, Einwanderung. Ich denke mir, wenn ich solche Filme öfter sehen würde, dann würde ich, glaube ich, eine Neurose bekommen. Außerdem fand ich die Machart des Filmes einfach schlecht. Und zwar aus dem Grunde, für meine Begriffe waren da so diese Horrorszenen aneinandergereiht und keine sinnvolle Handlung im Grunde genommen, auch keine Spannung. Wir haben uns hier immer gefragt, wann kommt das denn nun endlich? Keine Spannung. Für mich war das eigentlich klar, dass der Film nur darauf aus war, diese Horrorszenen aneinander zu reihen. Würde ich mir sowas nie ansehen, und ich konnte auch überhaupt nicht immer hingucken, obwohl ich gedacht habe, das ist wichtig hinzugucken, damit ich das überhaupt beurteilen kann, aber ich konnte es einfach nicht. Ich fand es eklig und widerlich und primitiv bis zum geht nicht mehr, und ich habe eben auch gedacht, ja, und wenn Kinder das sehen, was passiert mit denen dann? Und ich verstehe überhaupt nicht, wie sowas überhaupt gedreht wird, also das kann ich überhaupt nicht begreifen, aber es muss ja wohl doch viele Leute geben, die sich sowas ansehen. Sonst gibt's die Dinger ja gar nicht, denke ich.